Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ich grüße euch. Es ist doch bitter dunkel. Wir haben aber schon 7:30 Uhr. Durften heute, naja, nicht allzu lange schlafen. Um 6 Uhr war die Nacht vorbei. Da mussten wir eine Nudelparty feiern. Da habe ich gerade geguckt. Da ist die Gasflasche heute Nacht leer geworden. Wir heizen ja, wir machen ja den Kühlschrank über Gas, weil das deutlich günstiger ist jetzt hier, weil wir die Kilowatt bezahlen müssen. Und dann konnte ich ihn direkt abtauen. Ja, das ist immer schön, wenn man um 6 Uhr wach wird und dann direkt zu tun hat, indem man den Kühlschrank abtauen darf. Jawohl. Da uns aber kalt war jetzt heute Morgen ein bisschen, haben wir die Heizlüfter rausgeholt. Jetzt für eine Stunde lassen wir die an. Also zahlen wir da halt den Strom. Naja, egal. War jetzt nicht so die klügste Entscheidung von uns, aber Hauptsache, wir sind happy damit. Humi, komm jetzt. Mensch, du alter Knochenjäger. Hat gerade auch schon wieder einen Knochen aus den Büschel geholt. Ja, wir machen unsere Morgenrunde. Gucken am rechten und gucken am linken. Und dann wollen wir nachher zum Strand. Heute gibt es Brokkolinski zu essen. Da hinten geht die Sonne auf. Ganz hinten am Firmament. Und der Polarstern ist auch schon wieder dran. Jedes Mal, meistens kommt Livia eigentlich mit, die war aber gerade am Puzzeln, war so beschäftigt, dass sie keine Zeit hatte. Und immer wenn wir hier lang gehen und sieht den Polarstern, sagt sie immer, sie erinnert sich, die Seefahrer. Weil ich immer erzählt habe, dass früher halt am Polarstern sich die Seefahrer orientiert haben, um den Weg wieder nach Hause zu finden. Ja. Na, früher mein Vater mir immer erzählt. Oder heißt ja auch so, ne? Ich weiß es nicht. Naja, jedenfalls der Campingplatz erwacht so langsam zum Leben. Der Eddie sagt, er muss jetzt noch seine Geschäfte alle erledigen und dann geht's zurück zum Snacky. Dann gibt es für mich Frühstück für ihn. Für uns gibt es Müsli und heute Mittag essen wir jetzt hier noch Brokkolinski. Das kochen wir uns noch und dann geht's ja zum Strand wieder, wo wir letzte Woche Freitag schon waren. Da wollen wir heute den Tag verbringen. Einkaufen machen wir ja gestern schon. Brauchen wir heute noch einkaufen gehen? Damit erstmal genug. Hast du, Etty? Mann, Mann, Mann. Und dann gucken wir mal, was wir da noch Schönes sehen. Da würde ich mich sagen, ich melde mich wieder im Helm, wenn die Sonne ein bisschen mehr aufgegangen ist. Weil so ist das ja echt blöd, wenn ihr mich nicht seht. Ja, eine Gasflasche muss ich da auf jeden Fall noch holen. Und ja, für alle, die es interessiert, Etty, Geld abholen hier am Automaten kostet eine Gebühr. Unabhängig jetzt von den Kartengebühren natürlich von eurem Betreiber. Wir haben hier gestern Geld abgeholt, um zu gucken, was das kostet. 1,50 €. Also für dich sehr günstig. Noch günstiger ist eine Ungarn bisher gewesen. Komm, jetzt ist gut. Mensch. Also für 1,50 kann man hier Geld abholen. Ist begrenzt auf 300 € am Tag hier am Platz. Ich weiß nicht, wie das anderswo ist. Hör jetzt auf. Und da kannst du jedenfalls nicht meckern. Nur jedenfalls vorab, ich habe ein Video dazu gemacht zu Geld abholen in Europa. Vielleicht mache ich da irgendwann noch mal ein Update zu. Muss ich mal gucken. Jedenfalls das nur als Info vorab. Also, wenn ihr in Spanien Bargeld abheben wollt, bisher haben wir die Erfahrung gemacht, das kostet 1,50 €, egal ob ihr 10 € abholst oder 300 € abholst. Das sind immer 1,50 €. Ja. So, jetzt gehen wir die Runde aber weiter und dann melde mich nachher wieder, wenn das Licht angeht. Zum Appell, ihr Lieben. Ganz viele Federn sind da drin, ne? Wir füttern die Hühner, sag mal. Oh, guck mal, hat sich die ganze Gurkenstück geklaut. Alles reingeschmissen, aber die Hühner fressen das. Gestern extra Hasenfutter geholt, ein Kilo für 1 € und irgendwas, weiß es nicht. Ja, und jetzt füttern wir hier die Häschen. Bitte? Der Hahn? Was sind da hinten in die Hasen? Was? Das sind ja die Hühner da hinten, bei den Hasen. Und die Schildkröten, die chillen ihr Leben. Und die picken die Körner alle, ne?
Pick, 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 pick. Und morgen klauen wir uns ein Ei hier? Ja. Oder zwei? Zwei. Ja. Bitte. Bitte? Was ist da drin? Ein Goldfisch? Das sieht so aus, als ein Blatt ist das, ne? Ja. Oh, was macht die Ente denn da, die Gans? Helle Aufregung im Hühnerstall, wenn die Livia kommt zum Füttern. Na, Spielzeug wurde reingeschmissen, Kugeln. Ich weiß gar nicht, wo der Pfau heute ist. Der schläft vielleicht noch. Keine Ahnung. Gasflasche habe ich schon geholt, 16,90 Euro. Zum Auffüllen hier die Rechnung. Für eine Tasche. Kann ich euch zeigen. 134 Peseten. Alle Zeiten sind vorbei. 16,95 Euro Importe. Propano. Ist Kassa. Ja. Aber ist doch nicht schlimm. Mach den Rest da noch rein bei der Hasen. Wir kaufen dann wieder ein neues, wenn wir einkaufen gehen. Sollen wir mal hier im Shop gucken, ob wir hier Hühnerfutter, Hasenfutter kriegen? Nein, ich. Mach du, ja klar. Musst du hier hinten am Zipfel anfassen, so. Dann hoch. Super, oh, die freuen sich. Guck mal, oh, der eine hat ja jetzt ein. Der schüttelt sich gleich. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir wieder neues Hasenfutter kriegen. Ja, komm, wir gehen mal rein in den Supermarkt hier. Oh, kletterst du den Baum jetzt hoch? Gut, ihr Lieben. Nun ist mal in den Supermarkt und dann, ja, gucken wir mal. Ich gleich erstmal duschen. Tschüss. Super. Nicht die Mama, der Etty. Immer wenn sie ihn krault, ist gut. Und wenn sie dann aufhört. Wow, Lisa. Ja. Er sagt, die Kamera ist an, jetzt will er nicht mehr. Gerade hat er die ganze Zeit. Er hat aber eine Foto nach oben. Er mag das nicht, wenn man sich lustig macht über ihn. Er leidet halt, er will Liebe haben. Naja. Ja, drum sitzen wir hier und singen von Komm von nah und fern. Nein, natürlich nicht. Mama hat das Waschweib gespielt, Wäsche gehabt, macht im Scrubber. Nein, ohne Scrubber. Ohne Scrubber heute, im Eimer. Zu viel. Too much for Scrubby. Und ja. Essen haben wir gemacht, haben wir mal gemacht. Ich habe den Reis gekocht, ungesalzen. Was hast du denn heute gemacht? Ich habe meinen Körper gewaschen und war ordentlich auf dem Klo. So. Ich habe eine neue Gasflasche geholt, ich habe den Kühlschrank abgetaut. Ich habe Reis gekocht, ich habe den Abwasch schon einmal gemacht, gleich gehe ich nochmal abwaschen. Ja, und die Viecher gefüttert. Jetzt kommen die Kinder wieder und gleich fahren wir zum Strand, machen einen Ausflug. Hallo! Nachdem wir 6 Kugeln Eis gegessen haben hier am Strand, also anderthalb ich, anderthalb die Mama, anderthalb der Mima und der Rest der Hund. Habe ich noch Schokolade am Mund? Weiß ich nicht, guck. Siehst du was? Ich nicht. Sag ich mal, muss ich mal. Nein, hast du nicht. Aber du hast die Mundwinkel noch rot von Brokkolinski. Oder vom. Oder von Schmerzen. Weiß ich auch nicht, wieso vor, was habe ich denn Rotes gegessen? Das war jetzt einfach so dahergesagt. Wie oft. Oh, hier. Titi-Stein. Hier, guck mal. Hm? Für dich ein Titi-Stein. Für mich oder für jemand anders? Für jemand anders. Oh. Ja, wo sind wir hier? Wie heißt das hier, der Strand? Strand, ich weiß, ich kann Strand. Es nicht aussprechen. Strand, Zungenbrecherstrand. Aber ist schön. Ja, wir sind jetzt hier ein bisschen gelaufen mit dem Ettigong, haben Eis gegessen. Etti hat die Waffeln gefuttert, bis auf eine, wo Schokoladeneis dran war. Das wollten wir nicht übertreiben. Mama hat sich noch mal ein bisschen eingekleidet, neuen Morgenmantel. Oh ja, das ist so schön. Ich bin morgen früh gespannt.
was mich da erwartet. Ich durfte noch nicht sehen. Nein, ich habe mit Etsy drauf auf der Treppe gewartet. Und ja, wir genießen jetzt hier ein bisschen das warme Wetter. Was heißt warmes Wetter? Das sieht warm aus. Es sind jetzt 20 oder 19 Grad, ne? Gerade im Auto. Bei 17 Grad, da hat man noch ein bisschen die Temperatur an. Also ist jetzt hier nicht so heiß, wie das aussieht. Die Sonne tut gut, ja. Aber ist jetzt nicht, dass man sagt, boah, ich halte sie aus. Wir haben allerdings auch schon 16.10 Uhr. Ja, in 2 Stunden ist die Sonne putsch. Da ist sie weg. Ja, die Blagen sind hier am Klettern. Die haben auch Spaß, sind viele Kinder hier. Und ja, wir sitzen jetzt einfach hier, chillen ein bisschen und gucken. Der Hund hat sich im Auto direkt hingelegt, ne? Also kurz geglotzt, nach wo wir sind, hat sich dann hingelegt. Und ja, einen neuen Napf hat er gekriegt. Aber sein vergessen haben wir jetzt einen neuen geholt für 2 Euro. Und ja, Futter haben wir vergessen, weil wir Rabeneltern sind. Er hasst uns jetzt, kein Futter um 16 Uhr. Dafür freut er sich, wenn er heute Abend das Schnäuzchen voll kriegt, ne? Ja, er hat auch 2 Waffeln gesnackt und ein bisschen Eis und ja. Ich wollte nur anmerken, dass die Sonne richtig angenehm ist. Schön, ne? Die Palmen, die Aussicht, hast du das gezeigt? Ja, alles geil. Mir ist gerade ein Papagei über den Kopf geflogen. Ich bin voll erschrocken. Ich dachte erst mal, eine Taube kackt mich an. Oh, Papagei, aber der hat mich auch nicht angekackt. Ja. Alles ist ein bisschen tropischer hier. Und in 14 Tagen fahren wir schon nach Marokko über. Das wird jetzt alles konkreter, dass wir jetzt rüberfahren. Ja, ich bin gespannt, ihr Lieben. Wir genießen das Wetter ein bisschen, ich melde mich dann später wieder rein. Feierabend, wir sind jetzt wieder zurück am Platz. Und ja, schon dunkel, wie ihr seht. Haben jetzt ein bisschen am Strand die Zeit verbracht, die Sonne genossen, aber wenn die Sonne drauf weg war, dann wurde es echt fresh in der Tasche. Und ja, aber ja, von Ast gelaufen, Scheiße. ja, ziehen wir uns zurück. Haben alles ausgeräumt, Papa hat wieder ein neues Spielzeug gekriegt, das zeige ich euch wieder morgen. Ja, gucken wir mal. Hola. Hola. Neue Nachbarn gekriegt. Und ja, ich denke mal, wir trinken jetzt noch ein Bierchen. Abwasch schon mal weggeräumt und dann war es das für heute wieder. Ja, ein schöner Tag geht wieder mal zu Ende. Morgen ist Samstag, morgen geht es auf den großen Markt. Nehmt ihr euch wieder mit, zeige euch ein bisschen was. Und ja, ich hoffe, es geht euch gut. Danke fürs Mitkommen wieder mal und wünsche euch einen tollen Abend. Wir sehen uns morgen in alter Frische, ihr Lieben.